Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der digitalen Unterhaltung, zu einem Retro-Game, und zwar Syndicate. Hab ich in den 90er Jahren ohne Ende gezockt, war eins meiner Lieblingsspiele. Ich mag bei diesem Spiel speziell das Setting. Das ist so ein bisschen Cyberpunk, spielt in der Zukunft, ist eine Dystopie, also eine negative Zukunft, in der Konzerne die Welt beherrschen. Und man spielt auch niemand Gutes, also man ist nicht derjenige, der irgendwie die Welt befreit, sondern man ist derjenige, der die Welt unterjocht mit einem eigenen Konzern. Dafür braucht man Rekruten. Hier sieht man, wie einer der Rekruten als unfreiwillig verändert wird. Ja, man kann die Leute zu Androiden machen. Zu Agenten. Ja, der kriegt jetzt noch so eine Haut übergezogen. Ja, damit er richtig cool aussieht, in schwarz. Genau, das Gehirn wird angezapft. Der hat keinen freien Willen mehr. Systemcheck. War, wie gesagt, in den 90ern eins meiner Lieblingsgames. Und das zocken wir mal. Ich mochte das Setting, ich mochte, wie das alles aussah und wie das Design gemacht worden ist von dem Game. Das war einfach bombastisch. Bullfrog war das damals. Man kann sich das heute holen, auf Origin gibt es das für ein paar Euros und dann kann man das zocken. Oh, Bullfrog. 1993 steht da, ja, das ist lange her. Jetzt müssen wir mal gucken, wie die Steuerung hier abläuft. Im Grunde ist es ein Point-and-Click. Genau, das ist unser Schreibtisch erstmal. Das Ganze ist auf Englisch, man kann es nicht auf Deutsch spielen. Es gibt nur eine englische Version. Configure Company, machen wir das erste. Also, wir können Color und Logo verändern. Farbe Rot gefällt mir schon mal so vom Ding her. Hier so eine Faust nach oben würde passen. Oder ein Stern oder irgendwie sowas. Gucken, was gibt's denn da alles an Logos. Ah, hier, Piratenflagge ist auch cool. Hier den Stern nehme ich, glaube ich. Rot oder mit Weiß oder mit Blau. Nehmen wir den roten Stern einfach. Zack, Company Name. Rebellion Cowboys. Na! Okay, dann muss ich das Ganze abkürzen. Rebel Cowboys. Und sagen wir okay. Und mein Name ist natürlich Fab. Zack. Huch. Zack. Und man konnte in diesem Game auch cheaten. Also man konnte sich ganz viel Kohle cheaten, indem man spezielle Firmennamen eingegeben hat. Und plötzlich hatte man ganz viel Geld. Mit solchen Cheats arbeiten wir nicht. Wir machen das Ganze. Load and save game, restart game, quit to DOS. Wir machen Begin Mission. Das ist die Welt und man fängt damit an, Europa zu übernehmen. Hier nicht wundern, dieser Punkt, das ist Atlantis, würde ich jedem empfehlen, erst ganz zum Schluss zu spielen. Western Europe, Population haben wir hier 48 Millionen. Tax unknown, also die Einnahmen, die Steuereinnahmen. Die ganze Dystopie ist darauf aufgebaut, dass nicht demokratische Systeme die Welt beherrschen, sondern Corporate Republics sind überall auf der Welt installiert. Also das heißt Konzerne. Was haben wir unter Brief? Ah, Mercenary Camp. Mission Brief. Assassination. Intelligence reports have indicated that an army colonel is stealing resources from our weapon division and using them to equip his mercenaries. His base has been set up just outside one of our cities and the populace have reported disturbance caused by his troops. And the populace? Okay. Die Map können wir uns angucken.
Ah, okay. Ins Menü wollen wir nicht. Wir gehen auf Brief, ja. Also wir starten das Ganze hier mit und sagen Accept. Und hier haben wir unsere Mitglieder. Man kann maximal mit 4 Leuten spielen. Ich überlege gerade, ob man das auch mit mehreren Personen spielen konnte. Bin mir nicht ganz sicher. Research können wir mal machen. Automatic. Also Research, das heißt, das ist Zeug, was wir schon haben. Und hier können wir Funding einstellen. Wie viel Geld stecken wir in Research? Machen wir das Ganze mal ein bisschen höher. Heavy Assault Misc. Okay, haben wir Research Team. Ah ja, da haben wir Agenten im Moment. Und hier sind Slots empty. Das heißt, wir können unsere Agenten Mods equip. Ah, Mods, warte mal. Legs versus Version 1. Arms Version 1. Mal gucken, können wir diese Person verändern? Für 6.000 können wir hier, finde ich im Moment ein bisschen zu teuer, aber eine Shotgun wäre ganz gut. Er kriegt auch eine Shotgun und eine Shotgun und eine Shotgun. Ich weiß, man konnte auch, ah ja, genau, mit Rechtsklick kann man auch sagen, nee, hier ist keiner. Also man schickt dann einfach nur 2 Leute los. Das ging auch. Ah, jetzt bin ich wieder auf Research gegangen. Das wollte ich nicht. Das ist gut mit dem Research. Research, mal schön meine Researchers. Scanner wäre ganz praktisch, vielleicht für die erste Person. Und Shotgun kostet wie viel? Ja, Pistole und Shotgun. Also ich finde, das muss erstmal reichen für die erste Mission. Akzeptieren wir das Ganze und wir gucken mal, wie es läuft. Loading Selected. Warte mal, wie ging das auswählen? Ich muss erstmal mit der Steuerung klarkommen. Hier passiert noch überhaupt nichts. Selected. 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 Okay, so haben wir alle. Okay. Going. Ja, könnt ihr den bitte angreifen? Sehr gut. Den da auch nochmal. Erstmal alle platt machen. Da kann man Waffen aufnehmen dann. Das ist ganz praktisch. Die besitzt man dann auch. Hier liegt noch was. Nehmen wir mit. Auch schön, wie sie alle in Formation bleiben. Was ist hier los? Da ist noch irgendwie einer drinne. Den haben wir erledigt. Der muss doch was fallen gelassen haben. Schicken wir mal die Jungs wieder raus. Ach ja, genau, man konnte hier auch das hier einstellen. Das fahren wir mal wieder runter.
dann gehen die ganz langsam gleich. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, Stamina und Health und Gedächtnis und keine Ahnung. So der ganze Kram, was so ein Android halt alles braucht. Ich würde gern diese Waffe aufnehmen, aber kann's nicht. Er hat auf jeden Fall, blinkt es auf dem Radar nach einer Waffe und na gut, dann lassen wir das. Vielleicht hätte ich ihn rauslocken sollen. Da ist ein Fahrzeug, mit dem können wir nachher fliegen. Den Typen können wir noch platt machen. Die erste Mission ist relativ easy. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Aber ich würde sagen, dann gehen wir mal zum Angriff über. Zack, zack, alles wieder hochschrauben. Ihr sollt schießen, Jungs. Könnt ihr bitte den angreifen? Er hat nichts fallen gelassen. So, und ich würde ganz gerne hier unten die Wache einmal plätten. Ah, mit Rechtsklick schießt man automatisch. Nice. Und der hat jetzt was fallen gelassen, nämlich eine Uzi. So etwas besitzen wir noch nicht. Und da können wir gleich mal Research betreiben. Hier ist auch noch irgendjemand. Kommt er raus? Komm raus, bitte. Sehr schön. Na, wo willst du denn hin, Nummer 1? Wir latschen mal alle. Jetzt hat sich das hier wieder angeglichen. Wir latschen mal alle Richtung Fahrzeug, damit wir schon mal sehen, wie es... Nein! Das war aber die Schwierigkeit, die Leute zu steuern. Alle mal rein ins Auto. Ich glaube, da passt noch unendlich rein. Wird man sehen, später gibt es dann noch so Gedankenwellen, die man sich so... Mission complete. Observing. Man muss doch zu irgendeinem Platz hinfahren, oder nicht? Press Space. Ah, okay. Alles klar. Dawning of a new empire. Genau. Es hat ein neues Syndikat, hat Europa übernommen. Mission Debriefing. Mission Status complete. Agents used 4. New agents gained 0. Time in mission 11 hours 2 days. Enemies agents killed 0. Criminals killed 0. Civilians killed 2. Wir haben 2 Zivilisten platt gemacht. Die Polizei haben wir nicht beeinträchtigt. Wir haben 4 Guards platt gemacht. Welche Civilians? Wahrscheinlich in dem Gebäude. Okay. People persuaded 0 und die Hit Accuracy war bei 45%. New Weaponry has been submitted to the Research Department. Da können wir dann gleich dran forschen, beziehungsweise wir haben jetzt hier mit unserer roten Farbe haben wir Europa freigeschaltet und die Westeuropäer sind very happy. Das heißt, Tax 30% momentan. Dadurch, dass sie very happy sind, können wir die Tax ein bisschen hochfahren, würde ich mal sagen. Gucken, ob 40% sie auch noch bei Laune halten. So konnte man dann immer Kohle bekommen in den Runden. Alright, und dann gehen wir mal hier auf Skandinavien und machen unser Briefing. The Milk Run, Personal Acquisition. 2 notable scientists are both staying in a small hamlet close to one of our research complexes. They would obviously be a great help to our R&D boys.
Research and Development. Ah, okay, ja. Our squad has instructions to persuade both the scientists to join our reputable organization. Okay, das akzeptieren wir mal. Wir müssten einmal Research machen. Und zwar researchen wir die Uzi und nix. Oder haben wir die schon? Warte mal. Equip. Mods. Oh, wir könnten an den Mods forschen. Heavy. Assault. Machen wir mal Research an Miscellaneous. Sagen Research und funden das Ganze mal. Dann läuft unser Research. Ach so, wir haben die Uzi erfunden. Wir haben sie eingesammelt und erfunden. Okay, dann können wir deswegen kein Research machen. Persuadertron, den brauchen wir hier. Der ist dafür da, um Leute zu überzeugen. Meine ich. Aber nicht jeder davon braucht einen. Kann man hier... Ah, Reload. Nice. Reload. Reload. Und Reload. Dann können wir mal hingehen und das Ganze modifizieren. Lex Version 1. Zack. Nice. Arms Version 1. Chest Version 1. Heart Version 1. Oh, das Geld. Das Geld ist weg. Aber zumindest eine Person, und zwar die Person, die diesen Persuadertron oder was auch immer das ist, hat, die ist schon mal ein bisschen geschützt. Und dann latschen wir mal los zur nächsten Mission. Kurz mal alle runterfahren. Jetzt wird nämlich was Lustiges passieren, wenn alles glatt läuft. Na, nicht angreifen. Da. Die Person ist jetzt, also da, wo sie dieses Geräusch gemacht hat, die Person gehört jetzt zu mir. Und wird im Zweifelsfall auch uns verteidigen. So können wir gleich hier so einen kompletten Menschenauflauf machen. Ich glaube, das habe ich in der Mission immer gemacht. Ganz ohne Waffen. Einfach nur Zivilisten akquiriert. Denn, also es bringt uns nicht nur dann was bei dem Researcher, also den Typen, den wir holen sollen, sondern die Personen, die Zivilisten, die wir hier unterwegs einsammeln, wir sehen sie auch auf der Karte, die gehören dann mit zu unserem Team. Ist das hier eine Polizistin oder... Junge Frau, kommt sie doch mit in unser Team. Nice. Da hinten ist die C-Person. Blau sind immer Polizisten, oder was? Die könnten wir auch nochmal ein paar Polizisten überzeugen. Von unserer Kompetenz.
Genau, alle mal ein bisschen langsamer latschen. Ah, der wird beschützt von Polizisten. Merke ich gerade. Ich hoffe, die fangen nicht gleich an loszuballern, wenn ich da jetzt hinlatsche. Okay, schalten wir mal alles hoch. Kurz mal hin da. So. Nein, die schießen! Jetzt müssen wir kurz was verändern. Und zwar, der hier hat nichts in der Hand. Na, warte mal, machen wir das anders. Schalten wir mal alle entsprechend frei. So, hier. Können wir dem nicht was anderes in die Hand geben? Aha. Er hat die Waffe weggelegt, das wollte ich gar nicht. Dann machen wir das anders. Da wird nur die Person losgehen. Ah, ich habe beide gekillt. Nein, nicht schießen. Bitte nicht schießen. Ich will ihnen doch nichts. Ja, der killt meine Zivilisten. Das gibt's doch nicht. Ich muss erst die Bullen töten. Es geht eher nass. Zack. Da können wir auch noch eine Waffe holen. Nützt ja nichts. Schade, ich hätte gern Polizisten noch überzeugt von unserer gemeinnützigen Tätigkeit hier. Kriegen wir den jetzt heute noch? Ich glaube, man kann auch auf die Map klicken. Ja, hat funktioniert. Dann die Waffe noch einsammeln, die hier liegt. Und dann brauchen wir noch ein paar Freiwillige für das Rekrutierungsbüro. Also nicht nur ihn fürs Research and Development Team. Observing. Junge Frau, bleiben Sie doch hier. Wir haben doch nichts. Wir wollen Ihnen doch nichts Böses. Ich hoffe, die Bullen greifen jetzt nicht gleich wieder an. Die Polizei ist gleich gestorben. Weil Leute sich gleich gewehrt haben. Die Leute mir ausweichen, schade. Achtung, Polizist kommt. Dann gehen wir hier lang. Das Risiko gehe ich nicht ein, dass hier die Polizei... Ja, put down your weapons. Ich weiß leider nicht, wie man die Weapons weglegt. Das ist... Ich würde gern... Ah, mit Shift und dann... Okay, das wollen wir natürlich machen. Sonst schießt die Polizei automatisch immer auf uns. Und die Zivilisten hauen vor allem ab. Junge Frau, kommen Sie mal her. Okay, jetzt weiß ich, wo uns gescheitert ist die ganze Zeit. Gucken, ob die Polizei immer noch grantig ist auf uns. Das ist, glaube ich, Brain. Das ist irgendwas anderes. Rot ist die Kraft. Dann laufen wir schneller. Kurz mal die Dame einfangen noch. Ach, da oben ist noch eine Person, die wir überzeugen sollen. Von der Gutmütigkeit unseres Systems. Gehen wir da doch mal rein. Sehr schön. Und jetzt müssen wir evakuieren. Da war immer die Schwierigkeit mit so vielen Leuten. Die alle mitkommen zu lassen.
Mal das Ganze mal wieder runter, damit sich das Ganze hier wieder beruhigt. Alle mitkommen! Alle Schäfchen zur Schlachtbank! Hier Anna einfangen. Nice. Jetzt warten wir mal, bis alle da sind. Also rot ist die Kraft. Genau, man muss in diesen roten Kreis. Beim letzten Mal musste ich nur die Leertaste drücken und jetzt wird es halt immer komplizierter, dass irgendwie gesagt wird, bitte gehen Sie in den roten Kreis. Warten Sie auf Instruktionen der Gesellschaft. Also Hauptsache, ihr lauft alle in die richtige Richtung. Ja, nee, so geht's nicht. Ja. Machen sie das auch brav, wie ich das will? Nee, machen sie nicht. Dann klicken wir auf eine Map und dann laufen sie alle auf der Map in die richtige Richtung. Mal alles hochschalten, hochschalten. Bitte schneller gehen. Bitte gehen sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Bitte weitergehen. Weitergehen, bitte. Ah, Leute, bitte nicht in die falsche Richtung. Da sind schon wieder außerhalb welche, die völlig planlos irgendwo hingehen wollten. Machen wir das so. Hier läuft Kopf auf der Wiese rum. Mitten in der Natur. Was auch immer er da will. So, jetzt scheint es zu klappen. Alle müssen nämlich in diesem roten Kreis sein. Vorher endet es nicht. Und ich glaube, erst dann kann ich die Leertaste drücken. Nein, muss man nicht mal. Müssen alle nur einmal rein. Inklusive der beiden Researcher. Ach, es waren zwei, ja klar. Und dann die Leertaste. Alright, Leute. Machen wir noch eben ab den Endscreen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann schreibt mir doch was Nettes in die Kommentare. Ja, ich freue mich auf euch. Mal gucken, ob das gut ankommt bei euch. So ein bisschen Retro-Gaming. Und ich verrate euch schon mal was. Wenn ich das Spiel durchspielen sollte, dann gibt es noch den zweiten Part mit der Version, die später dann entstanden ist. Und einfach in geilerer Grafik. Also es gibt, das Spiel ist dann nochmal gemacht worden. Man kriegt das bei Steam. Und das würde ich mir dann holen und dann würde es weitergehen. Aber erstmal machen wir das Ding hier rund. Akzeptieren die Mission. Bis dann, Leute. Tschüss.